Hoi, Freunde der Magie, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer 2. Wir sind jetzt hier irgendwie bei einem Kreditbüro oder so. Da ist ein Clown. Hallo? Hallo? Also, du bist ein Clown, ja? Möchtest du einen Witz hören? Ich bin hier für die dummen Sprüche verantwortlich, Kumpel. Oh, bitte lass ihn mich dir erzählen. Ich muss einfach jemandem meine neuen Witze erzählen. Na gut, schieß los. Okay, also, was ist gelb und hüpft auf der Wiese? Ein chinesisches Känguru? Ein Postfrosch. Ja, wow. Verstehst du? Ein Postfrosch. Ein Frosch, der... Ach so, alles klar. Der ist witzig. Ich weiß noch einen. Wie viele Spieler hat das Intel-Fußballteam? Gar keine, da es nicht voll DOS-kompatibel wäre. 10,9997. 10,9997? Wir haben es mit Ihrem neuesten Prozessor ausgerechnet. 10,9997, verstehst du nicht? Hoffentlich nimmt uns diesen Witz niemand übel. Warte, kennst du die Geschichte mit der Butter? Nein, ich glaube nicht. Erzähl sie mir. Besser nicht, du könntest sie verbreiten. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich auf den reingefallen bin. Nun, was denkst du? Du hast ein Riesenproblem, Kumpel. Diese Witze sind noch älter als die von Otto. Oh, nun, ich bin sowieso fertig. Nimm's leicht. Bleib unerreicht. Man kann im Leben nicht nur gewinnen. Okay. Ja. Warum schaust du dir nicht mal diese hier an? Die sind wirklich gut. Du, ich möchte dir auch was geben. Ich wüsste nicht, was du mir geben könntest. Hier, nimm meinen Ballon. Ich brauche ihn nicht mehr. Danke, oder so. Das war das letzte Mal, dass ich dem einen Gefallen getan habe. Gut, was ist denn das hier? Er sieht sehr schwer aus. Das ist das Kreditbüro der Firma G. Eldhai und Co. Eldhai. Oh Mann, Eldhai. Ja, gehen wir da rein, oder? Zertifikat. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Glitch! Ja. Ich weiß nicht. Haben Sie zufällig eine Dose Badpool? Ich fürchte nein, mein Herr. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Hm.
Was genau ist das hier? Dies ist das Kreditbüro GL Tai und Co. Einige der Gerüchte über uns sind übrigens stark übertrieben. Welche Gerüchte? Die meisten sind übertrieben, wie gesagt. Vor allem diese über die Möller-Familie in der 74. Sind Sie an einem Kredit interessiert? Welche Kreditarten bieten Sie denn an? Nun, da wäre zum einen der traditionelle Geld- oder Lebenkredit. Dann haben wir den verwandten Überraschungskredit. Außerdem gibt es noch den medizinische Experimente-Kredit und den Sklaverei-Option-Kredit. Natürlich können wir auf Wunsch auch einen Mischkredit gewähren. Oh Gott. Was genau ist der Geld- oder Lebenkredit? Das ist unser Standardkredit. Wir leihen Ihnen 2000 Goldstücke und falls Sie sie nicht zurückzahlen können, verkaufen wir die wertvollsten Organe Ihres Körpers an Krankenhäuser. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie ist der Verwandtenüberraschungskredit? Nun, er läuft ähnlich wie der Geld- oder Lebenkredit. Nur müssen bei diesem Ihre Verwandten für Ihre Schulden aufkommen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie wäre es mit dem medizinischen Experimente-Kredit? Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, dann haben wir das Recht, an Ihrem Körper kosmetische Testoperationen durchzuführen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie sind die Konditionen des Sklaverei-Option-Kredits? Die Option beinhaltet, dass wir Sie als Sklaven verkaufen dürfen. Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich nehme den verwandten Überraschungskredit. Kein Problem, mein Herr. Sie müssen aber noch bei unserem Boss vorsprechen. Sie können in sein Büro, sobald Sie soweit sind. Okay. Ja, dann gehen wir mal. Was soll ich sagen? Eine Tür eben. Ich will da rein. Nee, war das so? Tür benutzen war es, ne? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Weiß ich nicht. Ah, okay. Herr... Sorcerer! Herr Sorcerer, einen Augenblick bitte. Ich muss gerade einen Versäumnisfall klären. Nun, Herr Sorcerer, was kann ich für Sie tun? Wo endet dieses Rohr? In der, Abteilung Eintreibung von Außenständen. Sie besteht in erster Linie aus einem Katapult auf dem Dach. Sie zerstören die Häuser von Leuten, die ihre Zinsen nicht bezahlen können? Nun, Sie wissen ja, wie das mit diesen Vertragsklauseln ist. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Wenn ich Sie sehe, fallen mir sofort ein Dutzend Toupet-Witze ein. Und wenn ich dich sehe, glaube ich nicht, dass es einen dritten Teil geben wird. Nun, kann ich also etwas für Sie tun? Boah, bös gekontert. Es gibt noch einen dritten und einen vierten und einen fünften Teil. Und mal gucken, ob ich die auch noch Let's Play war. Ich bin an einem verwandten Überraschungskredit interessiert. Einen Moment bitte. Ich muss nur das Antragsformular suchen. Normalerweise gebe ich meine Sachen nur an Menschen weiter. Irgendwie scheine ich es momentan verlegt zu haben. Wird es Ihnen etwas ausmachen, später noch einmal wiederzukommen? Null problemo! Mist.
will das doch machen. Bestimmt. Ah, Herr Sorcerer. Haben Sie den Antrag schon gefunden? Moment, ich schaue gerade noch mal. Da steht die Adresse der drei Bären drauf. Ah, so geht das. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie bitte später wiederkommen? Na klar. Da war der Brief wieder untergejubelt. So, gut. Vielleicht sollten wir mal schauen, was sich da geändert hat. Währenddessen auf dem Dach. Hier ist noch einer. Wie ist die Adresse? An die drei Bären, Honigwein Boulevard 69. Die 69. Weißt du, wo das ist? Oh ja, Feuer! Guter Schuss. Danke. Boah, wie hart. Krass. Und der tut hier schön lesen. Ich musste mich mal kurz räuspern. Oh Gott. Total zerstört. Scheint, als hätte ich Ihnen einen Gefallen getan. Sie haben den Wasserhahn angelassen. Card. Hey, das ist das Mädchen, welches ich unten an den Docks getroffen habe. Ups. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ich wollte. Was macht der nur in dieser Dimension? Kann man den nehmen? Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Ich würde ja gerne, wenn ich nur herankommen würde. Da. Was denn noch? Ja, da kommen wir nicht dran. Man hat es blubbern. Ich glaube, die Küche ist dann da drüben. Was gibt's denn hier Feines? Gummihandschuhe. Ich hasse Abwasch. Was genau soll das bezwecken, bitte? Na? Vielleicht das hier was. Auf und zu machen, oder? Diese Gummihandschuhe könnten sich als nützlich erweisen. Ich glaube, ich höre jemanden. Papi, Papi, da hat schon wieder jemand bei uns eingebrochen. Diesmal erwische ich diesen Hooligan. Warte, Papi, es könnte gefährlich sein. Tritt zur Seite, Mami. Ich bin für so etwas ausgebildet. Oh, verflixt, ich sitze in der Falle. Ich verstecke mich besser. Ich krieg dich, Bürschchen. Es ist keiner mehr da, Mami. Hast du auch überall nachgesehen, Papi? Keiner da, Mami. Komm herein. Komm, Sohnemann. Aber wer hat nur meine Tür zerschlagen? Und wer hat meine Schwammsammlung vertrocknen lassen? Und wer hat auf mein Videospiel getreten? Ich wette, ich weiß, wer der Gauner war. Wer, Papi? Sie. Nicht schon wieder, Papi. Ich fürchte doch, Mami. Oh, Papi, was werden wir jetzt tun?
Ich weiß nicht, Mami, warum kochst du uns keinen Brei, während ich darüber nachdenke? Okay, Papi. Aber zuerst zünde ich mal ein Feuer an. Feuer? Oh! Was war das, Papi? Klang, als wären es wieder die Ratten, Mami. Ich habe sowieso mal wieder ein Bad gebraucht. Habt ihr gehört, was mit unserer Patricia passiert ist? Oh ja, es muss schlimm für dich gewesen sein. Und wenn ich dir sag... Ja gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Und du weißt ja, wie sie ist. Ciao. Oh, ich weiß. Und der Susanne war genauso.